Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Oh nein, dieser nervige Janutz macht wieder ein Video über irgendwelche Referenzen von irgendeinem Video auf dem Kanal von Brickstorming. Tja, da sage ich jetzt nur eins. Pech gehabt. Ja, das habe ich gesagt. Ich nehme es auch nicht wieder zurück. Nein, nein, ich habe es gesagt, so ist es jetzt auch. Ach, meine Güte, wie lange muss ich denn noch hier reden? Intro, Intro! Also, es ist nicht so, als würde jede Folge hiervon mit einem Also beginnen. Also, fangen wir an. So. Also. Wow. Eine Trivia über eine Trivia. Triviaception. Aber Schluss mit den schlechten Witzen. Jetzt geht es nun los mit der zweitbesten Serie auf diesem Kanal. Die beste ist natürlich Katerina Sergiev. Aber dazu kommen wir einen anderen Mal nicht. Jetzt geht es zu Star Wars Escape. Genauer gesagt, dem ersten Kapitel davon. Die erste Figur, die in der gesamten Serie überhaupt auftaucht, ist Christoph. Er hat ja auch in jedem Film dieses Kanals einen Auftritt. Hier schwebt er allein im Weltraum, was aber scheinbar niemanden gestört hat. Hier mal, um euch einen Eindruck zu verschaffen, ein paar Bilder, die während des Vorspanns vorbeirauschen. Die Musik ist komplett selbst komponiert, bis auf eine Ausnahme. Musik ist in Filmen generell immer besonders wichtig. So habe ich auch hier mit Themen und Motiven gearbeitet. Es ist ja wohl klar, dass in der Szene mit Darth Vader auch dessen Thema gespielt wird. Dieses ist zudem immer am Ende der Titelmelodie zu hören. Diese Titelmusik ist sozusagen das Thema der Gruppe, bestehend aus Tech, Zira, Leio und Simo. Da alle vier im ersten Kapitel das erste und letzte Mal tatsächlich zu viert Seite an Seite kämpfen, erklingt das Thema auch nur hier komplett. In späteren Kapiteln wird es höchstens kurz angespielt. Insgesamt ist in diesem Kapitel die meiste Musik, da das Team hier noch vollständig ist. Im Gegensatz dazu ist in Kapitel 4 am wenigsten Musik, da Tech dort vollkommen abgekapselt von der Außenwelt in Einsamkeit lebt. In Escape habe ich zudem besonders auf den Schnitt und die Kameraperspektiven geachtet. Ich habe versucht, dass das Bild für sich allein sprechen kann, ohne dass man Ton hört, mehr oder weniger. So gibt es zum Beispiel einen Schnitt von Tech und Leio auf die gesamte Vierergruppe in genau dem Moment, wenn Leio von dem Team schwärmt. Auftrag zu Ende bringen. Wir sind nur noch zu viert. Vier der Besten, wenn ich anmerken darf. Wenn Tech sich jedoch über die Lage beschwert und über einen Rückzug redet, zeigt das Bild nur ihn, da nur er seiner Meinung zustimmt und die anderen mit ihm nicht übereinstimmen. Er also für sich und nicht für das Team entscheidet. Außerdem habe ich versucht, möglichst wenig zu schneiden. Hier ist ein Vergleich zwischen den Schnitten pro Minute in Kylo Rens Vorgeschichte, die Jagd auf die Ratara und Escape Kapitel 1. Wow, in einer Minute 40 Schnitte. Das ist mehr als ein Schnitt alle 2 Sekunden. Ah, meine Güte, was habe ich da gemacht? So sahen übrigens die ersten Konzepte der Hauptfiguren aus. Was ist mit Techs Haaren los? Wer sind sie und was haben sie mit Tech gemacht? Wir haben schon genug Leute verloren. Keiner der Botaner ist mehr am Leben. I see what you did there. Ey, warum liegen dort die Sachen vom kleinen Anakin? Was für ein Mist! Okay. Thank you.
Das Thema der Rebellen erklingt, sobald sie fliehen können. Doch die gesamte Flucht wurde von Darth Vader überwacht, was diese schöne Einstellung verdeutlicht. Vader hat übrigens ein Adidas-T-Shirt an. Ja, das ist so. Ich habe die Figur nicht, nur so einen komischen Lego-Magneten, von dem man nur Kopf und Helm abnehmen kann. Oder Maske. Nun ja, Helm, Maske, alles dasselbe. Jedenfalls habe ich dann Darth Vader, wegen Mangel an Darth Vader-Körpern, ein Adidas-T-Shirt gegeben. So trat er ja bereits in mehreren vorherigen Videos auf. Nun ja. Zum Glück sieht man ihn nicht von vorne. Beim Rebellenstützpunkt angekommen, erklingt das Force-Theme, um den vermeintlichen Triumph der Rebellen zu feiern. Auch wenn nämlich alles vom Imperium geplant ist, gibt es noch Hoffnung. Das macht sich auch bezahlt. Da in dieser Einstellung die Nebulon B deutlich zu groß ist, habe ich in der Komplettversion den Shot nochmal verändert. Hab's gesehen, dem ist das Funkgerät runtergefallen. Ach gut, war kein Animationsfehler. Ich muss schon sagen, Brickstorming ist ein ziemlich guter Kompinist. Irgendwie war dieses Making-of überhaupt nicht so witzig wie alle anderen. Schnell ein Witz, damit es lustig wird. Ach übrigens, ich habe dieses Jahr bei der Steinerei mitgemacht und eine Parodie auf einen Superheldenfilm gemacht. Hier ist ein kurzer Ausschnitt. Ich sagte erst kurz.